So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Cross Survival. Wir sind immer noch in Australien unterwegs, die Karte ist frisch, wir haben noch nicht alles entdeckt und ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Also wir gehen heute erstmal, damit ich meinen Plan erkläre, ich hole mir erstmal die Hütte hier oben und dann den Aussichtspunkt da. Und dann gehen wir im Prinzip so schön hier den Nordosten erkunden der Map. Ja, mal sehen, was haben wir für eine Uhrzeit? 14.33 Uhr, es geht immer noch. Wenn wir bei der Hütte sind, die wir jetzt ansteuern, dann werde ich die Zeit nochmal umstellen. Also nachts jagen ist nicht so mein Ding. Da ist ein 5er Mittel. Also hier scheint ein guter Spot zu sein für Rothirsch. Chillen hier schön. 6er Rothirsch. Wir haben auf 150 Meter genullt. Er ist etwa 120 Meter entfernt. Was mit ihm? Hä? Warum droppt denn? Der droppt sehr, sehr schlecht. Warum? Die hier unten sind auch weg. Warum? Hä? Irgendwas ist doch hier schon wieder verkehrt. Hä? Ich bin verwirrt. Habe ich ihn erlegt? Ich habe ihn erlegt. Aber keine Organe. Das war so ein schöner Schuss. Vierer leicht. Den versuche ich. Dich kriege ich. Auch schlecht getroffen. Ey, was ist denn heute hier los? Ich werde verrückt. Ich habe keinen Bock mehr. Das sind die Mädels von ihm. Sie vermissen ihn sehr. Ach so, sie haben sich wahrscheinlich bei ihm jetzt getroffen hier. Wo er lag. Aber ich. Warum läuft er denn so ewig mit 0% rum? Da vorne liegt er. Boah, ging der mir jetzt auf den Sack. Ging der mir jetzt auf. Der liegt sehr schön am Stein, aber er ging mir sehr auf den Sack. So. Kein. Was? Ach so, zu hoch. Das ist halt die Kacke. 150 Meter genullt und auf 118 Meter geschossen. Das kann euch immer wieder passieren. Ja. Aber Wirbelsäulentreffer und er rennt noch so lange. Weiß ich nicht. Finde ich uncool von ihm. Finde ich einfach, ist einfach ein Arschloch. Ist einfach ein Arschloch, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ist halt ein Arschlochhirsch. So. Das sah sehr gut aus. Ich guck mal ganz kurz. Der ist wachsam. Aber noch nicht alarmiert. Ich versuch's. 300 Meter Schuss. Mit der Ranger. Ja, sah auch gut aus. Da liegt der erste und der andere ist da. Okay, den können wir auch noch schießen. Ja, auch super getroffen. Schön! Zweimal Samba, einmal Schweinshirsch. Sammeln wir einen, den Bums. So. Das ist der erste Samba, den wir geschossen haben, der höher skaliert wäre. Der ist aber auch nur Silber, 117,3. Single Lunge. Schade, ich dachte, der wäre Gold. Das ist der letzte, den wir eben gerade geschossen haben noch. Der ist auch Silber, 118,06. Es ist halt die Vierer bei den Sambas sind Trolle. Alle, wie sie dastehen, sind das Trolle. Ja, man muss echt Glück haben, dass ein Vierer bei den Viechern Gold ist. Also da musst du wirklich dann die Zahlen vergleichen und wissen, ab wann Gold ist und so. Du kannst dich nicht drauf verlassen. Das ist wie bei einem Weißwedel, dass du sagen kannst, okay, das ist ein Vierer, Weißwedel ist auf jeden Fall Gold. Er ist aber noch weit gelaufen. Das ist, wie gesagt, das ist die Ranger. Ich
bin auf der Suche nach einer anderen Waffe, die für Klasse 2 bis 3 ist, die ein bisschen mehr Wucht hat. So, Schweinshirsch in Gold natürlich, 87,4. Ja, Single Lunge, finde ich gut. Russa, was ist denn das? Also ich entdecke jedes Mal was Neues. Was ist das denn? Was ist denn ein Russa? Ein Rusa? Russa? Wie wird das ausgesprochen? Auf jeden Fall ist der Bock der Gruppe schon, hat schon Reis ausgenommen und hat seine Weibers hier alleine gelassen. Russa. Ich hätte jetzt gesagt Schweinswedelhirsch, aber nee. Ist anscheinend nochmal was ganz anderes. War ein bisschen zu forsch hier auf den Hügel drauf. Jetzt hätte ich den schießen können. Den Russa. Aber wenn das ein Dreier war, der geflohen ist, würde ich jetzt mal stark behaupten, dass da auch der Fünfer Gold ist und der Vierer, nee, der Fünfer Dia und der Vierer Gold. So rum. Ist tatsächlich dieselbe Klasse wie Rothirsch. Was mich ein bisschen verwundert, weil die sehen so klein aus. Egal. Nehmen wir mit. Ah, hier, da vorne ist direkt die Hütte. Okay. So, gucken wir uns das Biest mal an. Rosa. Silber. 87,96. Also, das bestätigt eigentlich meine Vermutung, dass die. Also, ist ja auch nur ein. Weiß ich nicht. Er sieht genauso aus wie ein Samba. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist doch ein Samba, oder nicht? Einfach nur einen neuen Namen gegeben. Bisschen vielleicht anderes Fell und dann haben wir eine neue Tierart hier. Rusa. Ja, also da wird auch der Fünfer Dia sein und der Vierer Gold. Gehe ich stark davon aus. Ja. Nein. Alter, 5% Leben. Oder 2. Könnte auch 2 sein. Aber ich habe es geschafft. Ihr seht das jetzt hier gerade so schlecht. Doch, warte, nicht da lang. So viel Leben habe ich noch. Das war knapp. Schwarzbrustwachtel. Ja, Vögel sind nicht so meins. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wahrscheinlich ist das wieder ist eine Wachtel. Ja? Eine Wachtel ist ja eigentlich ganz eindeutig so ein Tier, was selten hochfliegt. Was ja eigentlich nur über den Boden läuft. Und Call of the Wild will aber wieder, das ist ein Vogel, schießt den bitte in der Luft. Da denkst du so, ja, top. Dunkelbraunes Razorback in Silber. Schön Single Lunge. Durch die Schulter. Geht, sehr gut, Hammer. So, der müsste Gold sein. Nein, warum nicht? Ach, hab 112. Ihr macht mich doch krank, macht ihr mich. Silber. Rosa in Silber. Aber gut gezielt, gut getroffen, Single Lunge. Und der lag. Schön. Also höchstwahrscheinlich Herztreffer. Gehe ich jetzt mal von aus. So, der ist auch Silber. 89. Ne, Doppelunge. Okay. 250 Meter. Naja, ich probier's. Oh, ich bin ein Künstler. Das gibt's ja gar nicht. Lucky. Ja. Das könnte sein. Oder es ist Können. Vielleicht kommt mein Können wieder zurück. Wir sind hier einfach. Wollt ihr mich verarschen?
Wollt ihr mich verarschen? Hier ist einfach ein Gehege mit Krokus. Aber die sind trivial. Da vorne sind andere Tiere. Hier ist ein Zoo. Was ist denn hier los? Ich komme hier nicht rein, ne? Hier wird noch gebaut. Hier vorne kann ich rein. Kann ich hier rein? Das ist ja witzig. Hier ist einfach ein Zoo. Es sind zwar nur zwei triviale Weibchen hier drin, aber... Ist ein Auftrag im Game Fotos machen. Man kommt nicht rein. Rothirsch-Schutzzentrum. Achso. Ich würde jetzt mal auch behaupten, dass man die nicht schießen kann, oder? Nope. Verstehe. Ah, okay. Cool, cool, cool. Naja, warum nicht? So, Dammhirsch in Silber, 174,93. Doppellunge. Ja, auch Doppellunge. Schöner Treffer aus 267 Metern. Im Laufen. Feini. Feini. Ich bin schon froh, dass die Tiere im Zoo auch keine Rufe abgeben. Das wäre extrem verwirrend. Kannst du da hin und sagst und denkst dir so, oh, Rothirsch, männlich, Warnruf. Geh ich mal hin. Oder Brummschrei oder was auch immer. Und dann ist da einfach ein Sechser drin. Erstmal, das ist schon schade, dass es nur ein Sechser ist. Und dann kannst du den nicht mehr schießen. Also dieses, die, irgendwie bin ich kein Fan von diesen auf der Flucht Geräusche. Weil klar, hörst du manchmal, also hörst du auch bei Way of the Hunter, dass die abhauen und so. Aber warum sollte ich denn hören, dass ein bestimmtes Tier auf der Flucht ist? Wisst ihr, was ich meine? Wenn da steht Rothirsch auf der Flucht, warum sollte ich denn an den Fluchtgeräuschen hören, dass es ein Rothirsch ist? Bin da irgendwie kein Fan von. Naja, bevor wir gar nichts schießen, schießen wir auf den Fünfer Rothirsch hier vorn. 150 Meter genullt und Treffer. Silberner Rothirsch, Doppellunge. Ja, was willst du machen? Ist halt nur ein Fünfer gewesen. Nehme ich erstmal den Dreier Samba da raus. Weil ich sehe den Rothirsch jetzt erstmal nicht. So, Dreier Samba, Silber, Single Lunge. Auch nicht schlecht. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild war heute nichts Besonderes dabei. Viele Tiere, die mich geärgert haben, vor allem die Kängurus. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.